Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und 7 Tage sind rum. Ich hoffe, ihr seid mir heute Nacht nicht weggeweht. Aber heute ist es wieder soweit. Der Wochenreport steht vor der Tür. 29. Oktober 2017. Heute Nacht war die Hölle los in Hamburg. Die Bäume haben geweht, die Äste sind abgebrochen. Die ganzen Straßen sind voll mit irgendwelchem Rümpelkram. Und ich hoffe, ihr konntet wirklich gut die Zeit überstehen. Ich denke mal, in den anderen Bundesländern und vor allem auch so im Süden Deutschlands war es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber ey, das war der Wahnsinn heute Nacht. Gut, ja, ich wünschte, die Kurse wären so turbulent gewesen wie der Wind. Wir gucken uns das Ganze mal an, die Agenda heute. Zu Beginn möchte ich einmal kurz Stellung nehmen zu dem gestrigen Vorfall. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Ich habe gestern ein Video hochgeladen und das war das allererste Mal, dass hier wirklich verschiedenste Meinungen wirklich preisgegeben wurden und zwar komplett verschiedene Richtungen. Die einen fanden es richtig cool, die anderen extrem schlecht und blöd und ich möchte heute kurz und knapp mit euch mal darauf eingehen, was ist da überhaupt passiert, was für einen Hintergrund hat das Ganze und ja, ich hoffe, dass ich das Ganze so ein wenig einfach mal thematisiere heute, damit wir ein bisschen mehr Ruhe da reinbringen können. Ansonsten natürlich typischerweise der Wochenrückblick. Wir gucken uns mal an, was ist eigentlich mit Bitcoin Gold jetzt endgültig passiert. Der Hardfork war, es gab den sogenannten Snapshot. Was ist das, erkläre ich euch gleich einmal kurz. Und wie geht es jetzt weiter mit Bitcoin Gold? Darüber hinaus reden wir auch schon gleich wieder über den nächsten Hardfork, denn Mitte November steht der lang angekündigte Hardfork SegWit 2x vor der Tür und das Ganze rückt näher. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein, zwei Sätze zum größten ICO Deutschlands, der noch dieses Jahr stattfinden soll. Es handelt sich dabei um das Unternehmen Naga und den Naga-Coin. Ich will jetzt gar nicht groß in die Tiefe gehen, aber ich möchte mit euch mal kurz und knapp anschauen, was ist das? Und vor allem für euch vielleicht mal die Internetseiten zeigen, dass ihr mal selbst ein bisschen lesen könnt. Ich finde es ziemlich spannend, gerade wenn es uns Deutsche hier betrifft. Wir haben ja nicht allzu viele ICOs gehabt bislang, von daher ziemlich spannend. Okay, ja, beginn tue ich mit einem, meiner Meinung nach, schwierigen Thema. Ich persönlich bin ziemlich enttäuscht gewesen gestern. Ich habe jetzt, nachdem ihr mich oft gefragt habt, hey, kannst du uns nicht mal deine Coin-Empfehlung aussprechen? Ihr habt mich ganz oft gefragt, wie ist der Coin? Kannst du mal dazu was schreiben und so weiter? Ich habe es dann irgendwann so gemacht, dass ich euch interaktiv teilhaben lasse an der Wahl für den Coin Day, dass ihr wirklich mitbestimmen könnt. Und ihr habt mich gebeten, dass ich, nachdem ich es mehrfach angekündigt habe, dieses Portfolio für euch erstelle. Es kam immer mal wieder Nachrichten, wann ist es denn endlich fertig? Und ich hatte eigentlich für Ende November vorgesehen, das Ganze zu veröffentlichen, aber habe mich dann eben reingekniet und wirklich jetzt schon Ende des Monats Oktober das Ganze angegeben oder bekannt gegeben und wollte euch damit eigentlich überraschen. Habe ich auch gestern gemacht. Das heißt, ich habe das Video gestern hochgeladen. Einige von euch haben es vielleicht gesehen, weil es euch angezeigt wurde auf dem Handy oder weil ihr das Video gesehen habt. Und eigentlich war es ziemlich einfach. Ich habe euch gesagt, in einem Überraschungsvideo, es ist soweit, ich präsentiere euch jetzt mein persönliches Portfolio. Und in diesem Portfolio habe ich insgesamt 10 Coins, die ich euch eben kostenpflichtig anbiete. Kostenpflichtig in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich habe da sehr viel Zeit investiert, ich habe da sehr viel Fleiß reingesteckt und ich denke einfach, ich möchte damit nicht viel Geld verdienen, sondern es ging dabei eher um den Hintergedanken, dass das eine gewisse Wertigkeit haben soll. Denn ihr kennt es selber, wenn ihr etwas irgendwo kostenlos runterladen könnt oder irgendwo kostenlos seht, dann behandelt man das irgendwie ein bisschen anders und ich wollte damit einfach nur ein bisschen Wertschätzung in das Ganze bringen. Es geht mir von vornherein niemals darum, Geld damit zu verdienen. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, viel voneinander zu lernen und wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet gerne wissen, wie meine Coin-Empfehlungen ausschauen, dann bin ich gerne bereit, das alles in Eigenregie für euch zu tun, aber dann eben, wie gesagt, nur als kleines Extra an Leistung, das ich anbiete, denn eben für einen Obolus und in diesem Fall waren 15 Euro angepriesen. Ich habe gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankam bei vielen. Es kam innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube 4 Minuten, nachdem das Video hochgeladen war, kamen schon die ersten 3 Anfragen. Viele haben mir geschrieben, gib mir bitte die Zahlungsdaten, damit ich das erwerben kann. Und ich bin richtig dankbar dafür, dass ihr mich so stark unterstützt und dass ihr euch darauf gefreut habt. Genau diese Reaktion hatte ich auch erwartet. All diejenigen, das sage ich schon mal vorab, die mir innerhalb kürzester Zeit geschrieben haben, haben dieses Portfolio von mir kostenfrei erhalten. Als kleines Dankeschön dafür, dass ihr an die ganze Sache glaubt und dass ihr das Ganze unterstützt. Vielen Dank nochmal an euch. Auf der anderen Seite gab es einige von euch in der Community, da war ich sehr überrascht, die angefangen haben, das Ganze extrem kritisch zu sehen und zu sagen, jetzt fängt Alex an, hier Geld machen zu wollen mit uns, er will jetzt irgendwie das ganze Blatt jetzt drehen und auf einmal Geld an seinen Usern verdienen. Ihr wisst ganz genau, dass das nicht meine Absicht ist. Ihr habt den Coin Day kostenlos von mir. Ich mache jede Woche den Wochenreport für euch. Ich unterstütze euch ständig mit News, wie zum Beispiel beim Ripple Swell Event habe ich mich den ganzen Tag rangesetzt und für euch recherchiert, die Livestreams geguckt, euch bei Twitter, Telegram und Facebook immer up to date gehalten und ich erwarte von euch keinerlei Gegenleistung.
Ja, wenn man allerdings möchte, dass man gewisse Extras hat, die ihr natürlich unverbindlich haben könnt, keiner muss sich sowas kaufen, dann gehe ich persönlich davon aus, dass wenn man das gern haben möchte, sollte man auch irgendwo sagen, hey, die Arbeit soll auch honoriert werden. Das ist schon in Ordnung, ich unterstütze damit den Kanal. Und ich wiederum bin auch gerne bereit, die Einnahmen zum Beispiel für neue Gewinnspiele für euch einzusetzen oder vielleicht für irgendwelches Equipment. Ich habe mir neues Equipment gekauft für den Kanal. Also dafür ist es eigentlich gedacht. Ich bin nicht scharf auf euer Geld, also das ist mal ganz klar wichtig zum Verständnis. Es geht mir hier einzig und allein darum, dass da ein bisschen Wert drin ist. Gut, ja, ansonsten für euch alle nochmal, es geht alles gratis hier, ich möchte keinerlei Werbung einspielen, ich mache keine Werbevideos mitten im Video und es geht hier einzig und allein darum, dass ihr Freude daran habt, ein bisschen Wissen aufzusaugen und das sollte wirklich im Vordergrund stehen. Wenn ihr nichts kaufen wollt, bitte tut's nicht, um Gottes Willen, keiner zwingt euch dazu, aber wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne ein bisschen Extras haben, dann seid bitte auch nicht böse, wenn ihr dafür ein bisschen was zahlt. Ich denke mal, das steht doch total im Verhältnis. Dennoch, ich sagte euch, es ist ein interaktiver Kanal, ihr dürft immer mitbestimmen. Möchte ich das jetzt nicht einfach so in den Raum stellen und ein Ausrufezeichen dranhängen, sondern ich möchte euch gerne die Möglichkeit geben, dass ihr das mal wieder gemeinschaftlich entscheidet. Ich möchte generell von euch im Anschluss dieses Videos wissen, habt ihr überhaupt Interesse daran, dass ich weiter extra Dinge für euch tue, wie zum Beispiel so ein Portfolio für euch zu erstellen oder gewisse andere Dinge, die ihr von mir erwartet. Wenn ja, dann stimmt gerne positiv bei der Abstimmung ab. Wenn nein, dann sagt es mir ganz klar, denn ich möchte hier niemanden verärgern und am Ende vielleicht dafür sorgen, dass ihr irgendwie anfangt rumzuschimpfen oder euch drüber zu ärgern, dass Alex jetzt plötzlich geldgierig wird, weil das ist nicht so. Okay, genug der moralischen Worte, das nur ganz wichtig für mich. Ich werde im Anschluss an diese Abstimmung dieses Video mit dem Portfolio gerne wieder hochladen, wenn ihr das möchtet. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe ansehen. Ihr werdet da auch nochmal, oder euch wird genau erklärt, wie ihr das erwerben könnt. Und wenn ihr das nicht möchtet, ist es auch gar kein Problem. Ich werde weiterhin Vollgas geben und in dem Sinne lasst uns einfach starten. Jawohl. So, ich habe mal angefangen mit euch und zwar wollen wir anfangen, heute über den Bitcoin Gold zu sprechen. Bitcoin Gold, am Mittwoch war es soweit, der Bitcoin Gold wurde veröffentlicht und viele von uns haben sich teilweise extra dafür mit Bitcoin eingedeckt, weil wir ja wussten, derjenige, der Bitcoin hält, bekommt quasi in dem gleichen Wert Bitcoin Gold als Free Money. Ja, das wurde so deklariert als Free Money. Ich habe euch schon die ganze Zeit gesagt, ich habe ein bisschen komisches Bauchgefühl bei der Sache. Und es sollte sich bislang auch so ein wenig bestätigen, der Bitcoin Gold wurde nicht wie der Bitcoin Cash nach dem Fork direkt verteilt, sondern es wurde hier zunächst einmal eine Momentaufnahme gemacht, ein sogenannter Snapshot, also so eine Art Schnappschuss. Ja? Und dieser Schnappschuss bedeutet, es wurde um eine gewisse Uhrzeit, als ein gewisser Block erreicht wurde, der wurde dementsprechend festgehalten, wer von euch hält wie viele Coins bzw. wie viele Bitcoin und dann wurde wiederum jetzt von dem Unternehmen Bitcoin Gold zugesagt, dass Anfang November dann diese Bitcoin Gold in gewünschter Höhe eben transferiert werden. Das ist also ein Ticken anders als das, wie man es vom Bitcoin Cash kannte, aber gut. Dennoch schien das die ganze Community von Bitcoin und Co. extrem zu ärgern und so kam es dann, wie es kommen musste, der Bitcoin-Gold-Kurs, der jetzt hier erst einmal auf einigen Börsen so rein fiktiv angezeigt wurde, ist extrem gefallen. Also wir haben fast die Hälfte an Wert verloren. Auf der anderen Seite wurde hier noch nicht offiziell gehandelt, weil ihr ja alle noch keine Bitcoin-Gold besitzt beziehungsweise noch keine Bitcoin-Gold auf eurer Wallet habt. Von daher ist das jetzt natürlich nur so ein gewisses Indiz. Aber wen das interessiert, ihr könnt das sehr gerne hier nochmal nachlesen. Also hier wird das Ganze sehr kritisch betrachtet. Ich will jetzt auch nicht zu sehr Hate reinbringen in das Thema, aber jeder muss das selber entscheiden, ob man diese Bitcoin-Gold-Geschichte positiv sieht oder negativ. Die Medien auf jeden Fall sind, glaube ich, kein großer Freund von diesen ewigen Hardforks. Von daher ist das hier schon recht parteiisch, der ganze Artikel. Aber es gibt, glaube ich, genauso viele Artikel, die auch dem Bitcoin-Gold in positives Licht rücken. Das müsst ihr ganz allein entscheiden. Den hier fand ich auf jeden Fall cool, packe ich euch in die Videobeschreibung. So, das zweite Thema, apropos Hardfork. Ja, es ist soweit, SegWit 2X wird jetzt endlich nach ewig langer Skalierungsdebatte umgesetzt. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht mit dem Begriff SegWit 2X überhaupt nichts anfangen können. Ich habe dazu einige Videos gemacht, da müsst ihr mal im Kanal schauen. Was ist SegWit überhaupt? Da wird es genau erklärt. Ich glaube, das sind sogar zwei Teile, damit es schön häppchenweise aufgenommen werden kann. Und schaut euch das sehr, sehr gerne mal an. Ich werde auch im Anschluss nach diesem Wochenreport, da blende ich euch ja meistens ein paar Videos ein, auf die ihr dann noch klicken braucht, auch gerne nochmal dieses Thema, was ist eigentlich SegWit, verlinken. Ansonsten, SegWit ist im Prinzip ein Teil des Segregated Witness. Er ist ein Teil in einem Block von einem Bitcoin, von einer Transaktion auf der Blockchain. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ganz einfach gesprochen.
A will B etwas schicken und schickt das in Form von Daten und diese Daten sind in einem Block. Und dieser Block ist immer gleich groß bei der Blockchain von Bitcoin und zwar 1 Megabyte. Und um diesen Block richtig zu nutzen, versucht man natürlich möglichst viele Daten da reinzubringen und die dann zu transferieren. Das Problem ist, der Bitcoin ist generell verhältnismäßig langsam bei seinen Transaktionen und je weniger Daten an so einen Block passen, desto länger dauert alles insgesamt. Und deshalb hatte man überlegt, okay, damals war der Bitcoin noch nicht so gefragt, noch nicht so viele Transaktionen, da hat alles gepasst. Aber mittlerweile nutzen so viele Leute diese Kryptowährungen, dass das ganze System nicht mehr so funktioniert. Und da hat man gedacht, okay, was können wir jetzt tun? Es gab verschiedene Debatten, wie man das Ganze vergrößern kann, also sogenannte Skalierungsdebatten. Und es gab die eine Partei, gerade so die Miner, die haben gesagt, ey, wir wollen die Dinger so groß wie möglich, am liebsten unlimited. Andere wiederum haben gesagt, nein, das spiegelt dann wieder gewisse Gefahren mit sich. Die Miner werden zu mächtig, das wollen wir auch nicht. Wir wollen das Ganze dezentral halten. Und hin und her, auf jeden Fall wurde sich dann darauf geeinigt, dass man das Ganze etappenweise einführt. Als erstes hat man gesagt, man trennt einen Teil aus dem Bitcoin-Block heraus, diesen Segregated Witness, also SegWit. Dieser kleine Teil, das ist so eine Art Zeuge, wenn man so will, er begutachtet den Inhalt des Blocks. Man sagt, okay, der ist vielleicht sogar verzichtbar, man entfernt den einfach und dadurch hat dieser 1 Megabyte große Block plötzlich ein bisschen mehr Platz. Danach hat man gesagt, das wird aber auch wieder nur kurz bis mittelfristig reichen, weil auch da werden wieder die Transaktionsvolumina steigen. Also braucht man auch hier wieder noch eine weitere Lösung. Und dann hat man sich zusammengetroffen im sogenannten New York Agreement und hat festgestellt, okay, wir werden einfach eine Lösung suchen, die allen zusagt. Und da hat man gesagt, okay, wir werden die Blöcke vergrößern, allerdings nicht unlimited, also so groß wie jeder will, sondern wir vergrößern sie das Ganze mal 2, also 2x. Quasi ist also SegWit 2x. Zwei Prozesse in einem, nämlich einmal die Entfernung des Segregated Witness, also dieses Teils im Block. Und das zweite Thema ist, dass der Block an sich von 1 MB quasi auf 2 MB vergrößert wird. Der erste Schritt ist schon direkt erfolgt, das war im August, das war dieser Segregated Witness, der entfernt wurde. Und jetzt im November kommt der zweite Teil und jetzt wird dementsprechend der Block erweitert, verdoppelt. Und das ist natürlich auf der einen Seite ziemlich cool, weil wenn das alles gut geht, dann haben wir natürlich deutlich schnellere Transaktionen und deutlich mehr Möglichkeiten, den Bitcoin etwas besser zu nutzen. Auf der anderen Seite wurde sowas noch nie gemacht und in der Community gibt es natürlich immer mal wieder so ein bisschen Unruhe, wenn irgendwas Neues ausprobiert wird, wenn man so will. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr hier nochmal in Ruhe durchlesen, kurz und knapp, was da genau passiert. Ein ganz genaues Datum gibt es noch nicht, aber hier steht es, glaube ich, auch nochmal genau grob terminiert auf Mitte November. Dass es kommt, ist Fakt. Wann es kommt, ist noch ein bisschen oder steht noch ein bisschen in den Sternen. Lest euch gerne mal den Artikel durch, ansonsten halte ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Okay, das dazu. Wir gucken uns jetzt einfach nochmal an bei CoinMarketCap, was die Woche generell mit sich gebracht hat. Ich fand nur, glaube ich, dieses Thema Fork oder Hardfork hat gerade gut zusammengepasst. Wir wollten aber mal kurz die Woche anschauen. Generell sehen wir, Bitcoin Cash ist extrem hochgeschossen in den letzten Tagen. Unfassbar. $473. Wir gucken uns das jetzt mal an hier. Das sind 408 Euro. Heftig. Also wirklich Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten Stunden quasi. Wir gehen mal gern rein. Das ist so ein kleines Gespenst, der Bitcoin Cash. Auf einmal ist er wieder da, nachdem er wochenlang von der Bildfläche verschwindet. Und wir sehen, wir haben hier einen extremen Anstieg. $513. Jetzt hat sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt. Aber hier ist auf jeden Fall extrem viel gegangen. Bin mal gespannt, ob sich das Ganze so hält. Und unser Bitcoin an sich ist ziemlich stark geblieben. Es gab ja dieses Gerücht um Amazon, dass Amazon den Bitcoin einführen wird. Ich habe euch auch dazu auf dem Laufenden gehalten. Allerdings war das Ganze hinter verschlossenen Türen. Und außer, dass Amazon Rekordzahlen präsentiert hat und Jeff Bezos, der Inhaber von Amazon, jetzt der reichste Mann der Welt ist, hat sich für uns nicht besonders viel getan. Bitcoin wurde noch nicht als offizielles Zahlungsmittel bekannt gegeben und von daher gab es auch keine positive Reaktion der Community. Auf der anderen Seite gab es aber auch keine negative. Also wir haben uns jetzt ungefähr so bei dieser 5.000-Euro-Grenze eingependelt und der Bitcoin scheint jetzt dieses Siegel gehalten zu haben oder durchbrochen zu haben und jetzt wirklich auf dieser Stufe zu bleiben. Ich bin mal gespannt, was die nächsten 2 Monate doch mit sich bringen. Es gibt ja einige Vermutungen, dass der Bitcoin noch viel Luft nach oben hat. Ich bin selber mal gespannt. Ich will da jetzt keine vagen Vermutungen äußern. Wir gucken uns das mal an. Ansonsten haben alle anderen Coins, wie ihr es schon gewohnt seid, nicht besonders viel getan. Gerade die Altcoins haben sich relativ weit eingependelt irgendwo. Es gibt also keine besonderen Hervorkommnisse. Es gibt einige Coins, die haben mal wieder ein bisschen aufgedreht, andere wieder nicht. Also es gibt nichts Nennenswertes.
Okay, sollte es was geben oder irgendein Coin extrem durch die Decke schießen, so wie der Bitcoin Cash, unterrichte ich euch darüber. Ansonsten jetzt zu guter Letzt, ihr habt schon gesehen, das Volumen ist gleich voll, zu Naga Coin und dem Naga ICO. Hier ganz kurz, es ist ein deutsches Unternehmen, das gibt es schon länger, ist eine Aktiengesellschaft, die auch an der Börse gelistet ist und die wir jetzt unter anderem auch, diese Naga Group, möchte jetzt als deutsches Startup den Bitcoin angreifen und eben ja als eigener Coin auf den Markt kommen, hat ein mega großes Ziel, wollen nämlich wie Filecoin und Tezos in den 200 Millionen Bereich gehen bei der ICO. Ich bin mal gespannt. Mich würde generell mehr interessieren, ob ich euch auch mal über ICOs etwas erzählen soll. Interessiert euch das Ganze? Auch das werde ich nochmal zur Abstimmung geben. Das Ganze dann bei Twitter und auch über Doodle. Und apropos Twitter, wir können ja einmal kurz reinschauen. Also wir sehen hier bei der letzten Coinday-Abstimmung, IOTA hat ganz klar das Rennen gemacht. Herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die IOTA gewählt haben. Wir gucken das Ganze auch gerne nochmal bei Doodle an. Bei Doodle waren es 78 Teilnehmer. Wow, nicht schlecht fürs erste Mal. Klasse, ich sehe auch hier immer gleich eure Namen, das macht mir, oder das ist natürlich schön, dann wird das ein ganzes bisschen persönlicher bei den ja mittlerweile doch schon sehr vielen Abonnenten, worüber ich mich sehr freue, ist es ja so, dass man teilweise gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich die alle in der Liste mal anzuschauen. Umso schöner, dass ihr hier eure Namen reinschreibt, freue ich mich immer drüber. Ja, das war's, also am Mittwoch gibt es den Coin Day mit IOTA. Freue ich mich drauf, werde mich richtig gut drauf vorbereiten. Wird ein bisschen technisch, ich versuche es aber wie immer so gut wie möglich abzuspecken. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist IOTA einer der spannendsten Coins, gerade so, wenn es um Richtung Zukunft geht. Und jetzt im Anschluss werde ich, wie gesagt, euch die beiden Abstimmungen einmal zur Frage, soll ich denn weiterhin das Portfolio anbieten, beziehungsweise solche Extraleistungen hin und wieder mal für euch erstellen, wenn ihr mich darum bittet. Oder nicht, ja. Und das zweite Thema ist, soll ich euch auch mal über ICOs, ihr seht schon, ich surfe immer so ein bisschen rum, ich war jetzt zuletzt bei Bitkomo, ist ein sehr spannender ICO, das geht um Affiliate-Marketing, also vielleicht kann ich dazu mal ein Video machen. Also schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, von diesen ICOs an sich, soll ich euch mal wieder ein paar News zu geben oder habt ihr da irgendwelche speziellen, über die ihr was wissen wollt? Wenn das so ist, dann bitte auch dazu die Abstimmung, also beide Abstimmungen im Anschluss an dieses Video. Und ansonsten hoffe ich an all diejenigen, um nochmal auf den Anfang des Videos zu kommen, die ich erzürnt habe mit meinem Video. Ihr habt jetzt Verständnis dafür, warum ich es gemacht habe. Ich hoffe, ihr euch sollte klar sein, dass es jetzt nicht ein kostenpflichtiger Kanal wird, sondern dass es hier um Ausnahmen geht. Und ja, ich bitte um eure Nachsicht. Ich freue mich darüber, wenn ihr da euch für das Portfolio entscheidet und wir das wieder aktivieren, das Video. Ich hatte es vorerst rausgenommen, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen in das Ganze. Sollte einfach nicht in die falsche Richtung gehen. Und ja, freue ich mich schon drauf, bin total gespannt darauf und wünsche euch in diesem Sinne einen richtig, richtig geilen Abend. Der Winter hat sich ja verabschiedet so langsam, die Sonne kommt raus, ich werde gleich mal ein bisschen spazieren gehen und wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. Bis bald. Ciao.